Ja, hallo liebe Facebook-Freunde. Ich sitze heute hier zusammen mit Professor Werner, unser ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender. Professor Werner, Sie haben jetzt genau seit gestern 4 Jahre am Klinikum. Wenn Sie jetzt so zurückblicken, welche Botschaft können Sie uns eigentlich jetzt sagen? Was ist so Ihr Herzensthema? Ja, das Herzensthema, das hat sich eigentlich entwickelt über die Jahre, muss ich echt sagen. Ich kam hierher, wir haben ja sehr früh dieses Thema Digitalisierung, Wandel zum Smart Hospital, auch als Unternehmensziel ausgerufen. Da können viele gar nichts mit anfangen. Und als ich damals anfing, das zu formulieren, hatte ich auch noch eine total andere Vorstellung von dem, was man damit wirklich machen kann. Aber über die 4 Jahre hat sich vieles entwickelt und deswegen bin ich froh, dass ich das heute auch an dieser Stelle einmal sagen darf. Das Thema ist ja Smart Hospital, wenn man gefragt wird, was ist das eigentlich? Und ich definiere das gerne so, die einfachste Definition ist, wir wollen ein Smart Hospital, ein Krankenhaus der Zukunft entwickeln, wo der Mensch viel, viel stärker als bisher in den Mittelpunkt des Interesses der Aufmerksamkeit rückt. Und dazu soll die Technik beitragen. Die soll helfen und entlasten. Also es ist nicht, dass hier alles nur noch blinkt und Roboter rumlaufen, sondern wir wollen uns mehr auf den Menschen fokussieren. Zuerst habe ich dann immer in meinen Ausführungen gesagt, es geht hierbei viel stärker um den Patienten. Das ist auf der einen Seite auch richtig, deswegen machen wir ja diese Krankenhausarbeit alle. Aber nicht minder wichtig ist der Fokus auf die Mitarbeiterschaft. Das ist im letzten Jahr mit dem Streik von Verdi auch noch einmal klarer geworden. So, und dann fängt man an, darüber nachzudenken. Und das, was mich extrem umtreibt, das ist, dass wenn es uns nicht gelingt, die Mitarbeiter im Unternehmen zu halten, dann werden wir kein erfolgreiches Unternehmen werden können. Und ich glaube, das müssen wir uns jetzt immer wieder sagen und auch etwas tun. Wichtig ist, wenn Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, dass wir wissen, warum sie gehen. Denn viele gehen ja wirklich auch aus guten Gründen und nehmen eine Last auf sich. Die entscheiden sich, ich verlasse diesen Arbeitsplatz, zum Beispiel, weil ich mich nicht mehr wohlfühle. Und wenn wir das nicht wissen, auch als Unternehmensleitung, wo sind die Probleme? Wo wird kein wertschätzender Umgang ausgeübt? Dann können wir nicht adäquat reagieren. Und mir wäre wichtig, ich sage das auch immer bei den Mitarbeiterbegrüßungen, aber auch wirklich aus vollem Herzen, dass wir es erfahren. Ja? Ich sage, Sie können das bis zu mir sehr, sehr gerne eskalieren. Ich möchte wissen, wenn jemand geht, warum er oder sie geht. Also wenn wir das dann analysieren, dann können wir das in unsere Unternehmensstrategie mehr einplanen. Wir sind jetzt dabei, einen Kodex zu formulieren. Das haben einige Unikliniken weltweit, weil wir festhalten müssen, wenn die Führung nicht, ich sag mal, menschlich getrieben ist, im Teamgedanken orientiert getrieben ist, dann müssen wir intervenieren. Und das muss gehen bis hin zu personellen Konsequenzen. Weil ich auch als Vorstand meine Aufgabe nicht erfülle, wenn ich sehenden Auges wahrnehme, dass teilweise wirklich nicht gute Umgangsformen am Arbeitsplatz herrschen. Also diese Themen, die müssen wir jetzt viel, viel mehr als bisher artikulieren und auch leben. Und da sind wir dann auch beim Smart Hospital, weil ein Teil beim Smart Hospital ist ein verändertes Führungsverhalten. Das, was man heute immer als Leadership bezeichnet, aber auch wirklich vorzuleben. Und da hilft die Digitalisierung insofern, weil es jetzt auch ein anderes Moment ist. Ja? Die oft spitz hierarchischen Strukturen in Unikliniken, die werden ja von vielen hier auch überhaupt gar nicht mehr so gelebt. Aber wenn es doch so ist, dann müssen wir es besprechen und müssen Auswege aufzeigen. Und vor dem Hintergrund ist das eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und damit ihr eben auch mal sehen könnt, wie wir hier Smart Hospital leben und in welchen Bereichen schon stattfindet,
werden wir auch in loser Folge, also wir beide, diese Orte hier am Klinikum besuchen und ja, euch zeigen, wie es da gelebt wird und welche Technik da voranschreitet. Ja, das finde ich super, denn wir wollen das so punktuell machen. Das musste ja erstmal alles wachsen und wir haben inzwischen wirklich ganz interessante Bereiche. Und ich denke auch, wir werden da mit ein paar Leuten sprechen und mal hören, was die für Erfahrungen gemacht haben. Weil wenn wir es natürlich intern nicht kommuniziert bekommen, wie das so alles zusammenpasst, das sind ja alles Module. Ja? Man wacht nicht plötzlich morgens auf und dann steht da irgendwie so ein neues Krankenhaus, sondern es wächst von innen raus. Und ja, ich bin gespannt, das wird vielleicht doch den einen oder anderen begeistern und sogar vielleicht zum Mitmachen animieren. Genau, weil darum geht's. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.